Teil, den Christian Kirch gerade erwähnt hat, der sozusagen den letzten Schliff auch in dieses Projekt gegeben hat, weil du es geschafft hast, mit den Jugendlichen ihre künstlerischen Visionen auch tatsächlich hier auf die Banner zu bringen, aber auch filmisch umzusetzen. Ja, wie kam es dazu, dass du diese Leidenschaft entwickelt hast? Naja, es sind manchmal Zufälle, ne, die einen dazu führen, zu solchen Projekten. Und ich finde es halt immer ganz gut, wenn ich als Kunstlehrer, der ich ja im normalen Leben so eigentlich auch bin, tatsächlich raus aus der Schule komme, aus der Schule komme und im Sinne der Schulöffnung einfach auch Projekte finde oder eben auch suche oder selber eben erdenke, wo also der Alltag in die Schule kommt, beziehungsweise die Schule in den Alltag. Und das ist natürlich hier mal eigentlich ein tolles Projekt gewesen, als wir den ersten Kontakt mal hatten, wo ich gedacht habe, naja, es ist eigentlich ganz toll, dass da eine Möglichkeit besteht, dass Schüler sich, obwohl sie vielleicht auch ganz unterschiedlichen Hintergrund, also Bildungshintergrund, kulturellen Hintergrund, religiös, egal, was auch immer für einen Kontext haben und vielleicht sogar gar auch nicht die Sprache so können. Also, ich habe ganz viele Jahre lang an einer Gesamtschule gearbeitet, wo eben viele Schüler nicht der deutschen Sprache so mächtig waren. Und da ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass die Schüler sich adäquat irgendwie auch ausdrücken können. Und die merken jedes Mal bei jedem Satz, sie sind eigentlich dieser Sprache nicht mächtig und man schaut sie so ein bisschen an. Man sagt natürlich, naja, wir sind alle tolerant, aber wir kennen das ja aus dem Alltag, dass eben... Da sind wir doch nicht so tolerant. Ja, es ist vielleicht nicht nur tolerant, sondern auch für die Menschen, die eben dieser Sprache nicht so mächtig sind. Das ist einfach enorm frustrierend, weil wir alle haben große Ideen und möchten es auch gerne kommunizieren. Genau. Wir kennen das selbst, wenn wir in einer Fremdsprache sprechen. Humor, all diese Sachen sind einfach dann eingeschränkt. Richtig, genau. Und deswegen ist es toll, wenn man eben auch auf visuelle Sprache oder auf andere musische Kommunikationsmittel zurückgreifen kann. Und das haben Sie ja. Das war hier bei der Art ist es ideal umgesetzt. Genau. Und gab es denn so Überraschungen? Weil das große Thema war ja Vision für Europa oder Bilderperspektiven für Europa. Ja, na klar. Also als wir so gebrainstormt haben, was denn da für Bilder so kommen werden, haben wir natürlich gesagt, ja, von blühenden Landschaften, ja, oder von einer gemeinsamen Perspektive, wo wir alle in Frieden leben. Aber die ersten Workshops und Bilder haben eigentlich gezeigt, dass es ganz andere Bilder sind, die Jugendliche uns da vor Augen halten. Und von daher finde ich diesen Spiegel der Gesellschaft, was Kinder ja oder Jugendliche auch immer sind, ganz wichtig, weil dann treten wir in den Dialog und dann fragen, wie kommst du denn jetzt darauf? Was ist denn in deinem Kopf los? Und dann können wir eben auch tatsächlich Zukunft gemeinsam gestalten. Und Jugendliche sind da sehr feinfühlig oder sensibel eben auch und seismografisch unterwegs. Und da ist natürlich das Ideal, das zu zeichnen. Und da wurden wir überrascht. Ja. Und vor allen Dingen mischt sich einfach hier, du sagst es ja selbst, das sind einfach Menschen aller Couleur, genau, die es in unserer Gesellschaft generell gibt, die sich aber dann im beruflichen Leben oft einfach nicht mehr so oft begegnen oder im Alltag nicht so oft begegnen. Wir hatten ja vorhin auch gesehen, es gibt also auch Grenzen, werden hier nicht nur verbindend dargestellt, sondern eben gerade Menschen mit Migrationshintergrund, ist ja auch sehr unterschiedlich, sondern einfach mit Fluchthintergrund, sehen natürlich die Grenzen auch nochmal anders. Also gerade die EU-Außengrenzen, die ja momentan auch weiterhin stark diskutiert werden in der EU, wie durchlässig sollten sie sein und wen lassen sie auch außen vor. Also da gab es dann auch Diskussionen darüber. Natürlich, ja. Also die Workshops, die wir gemacht haben, sind ja immer in einem bestimmten historischen Kontext. Also natürlich, als wir 2017 gestartet sind, waren die Flüchtlingsströme im Prinzip das große Thema. Dann war die Wahl von Donald Trump in den USA und Rassismus ein großes Thema. Dann aber jetzt eben auch 30 Jahre Mauerfall. Also es gibt immer so diesen geschichtlichen Kontext, wo man dann sagt, okay, wie sehe ich das? Welche Geschichten kann ich davon auch von mir, von meiner eigenen Geschichte bringen, aber was kann ich von anderen eben auch erfahren? Und da ist natürlich jeder eingeladen. Da kann tatsächlich auch jeder was dazu beitragen. Ja. Und ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Schatz, dass wir eben über solche Projekte oder über Kunst eben, wir haben es mehrmals gesagt, natürlich ist es eine Platz, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir Räume dafür schaffen und dass sie auch bleiben. Also gerade in den Schulen
Kunst und Musik sind immer die ersten, die wegfallen. Und das ist etwas, was, was einfach auch Raum für Dialog nimmt und eben Raum auch für das, was wir an Hintergründen mitbringen und auch Visionen wie die Zukunft, die eventuell fehlen, wenn wir diese Räume irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so pflegen. Und deswegen freut es mich umso mehr, nicht nur als, nicht nur als Betrachter, sondern auch als Mutter und als Teil dieser Gesellschaft, dass das einfach, ja, dass es Menschen gibt, die diese Räume ausweiten und auch in den Alltag und in unser aller Leben bringen. Vielen Dank. Danke. Und noch einmal an dieser Stelle, man kann es nicht oft genug sagen, vielen Dank nochmal an alle Jugendlichen, an alle jungen Menschen, die daran teilgenommen haben. Dankeschön. Danke.